Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 10.2 HD Remaster. Wir befinden uns noch immer auf der Mihenstraße, auf der Mihenstraße, der Mihen High Road, und ja, waren hier zuletzt damit beschäftigt, über fette Menschen zu diskutieren, aber gut, davon mal fernab. PR und Heiratsantrag und so. So ein bisschen Backtracking. Ich wollte das Luftmobil benutzen. Die 30 Gil nehme ich jetzt mal in Kauf. Wohin soll die Fahrt gehen? Warte. Wie ist denn der Kompass ausgerichtet? Weil ich will nach oben. Also zum eigentlichen Ende der Mihenstraße in Richtung Funguspass. Also ja nach Norden. Weil im Süden liegt ja Luca. Also Nordend. Oder? Fragezeichen. Ja, alles klar. Gut. Dann, das Kind will wohl kaum heiraten. Wer hat denn hier Bock auf PR oder zu heiraten? Hallo? Okay. Strange. Ich glaube, ja. Here I'm wrong. I'm so sorry, I have to go back and go under. Avec, this way. This way, please. Hier müssten auf jeden Fall noch irgendwelche Menschen sein. Humanoide Gestalten. Aha, das ist ein Kerl, ne? Darf ich euch etwas erzählen? Scheint angeekelt zu sein. Okay, der mag's wohl eher direkt. Heiraten will der eh nicht, also ja. Gibt's hier nicht normalerweise Gegner? Hab ich was kaputt gemacht? Also am Ende der letzten Folge war die Encounter-Rate hier noch zum, ne, und so. Oh, von den Luca Gors. Gors. Silberling hat alles zu bieten. Aha, wusste ich so. Nein, ich will mich nicht mit dir unterhalten. Du bist eh nur eine Aushilfskraft. Okay. So, heiraten. Ein perfekter Partner für sie zeigt Interesse. Klingelingeling. Aha. Wusste ich's doch. So. Heute bekämpfen wir den Schimmelpilz. Und zwar mit heißer Magie. So, dann wollen wir das mal. Ah, die haben eh keine Magieschwäche, ne? Feuer! Oh, let's go! Oh. Ja, immerhin 400. Aber kostet halt auch ordentlich MP, ne? Ja. Aber gut, da vorne war ja ein Speicherpunkt. Means, ich kann mich jederzeit wieder hochhalten. Das ist ja das gleiche Trio nochmal. Ja, die halten ja auch nichts aus. Was ist das? Ich mach mal nur Feuerer. So.
Ach, das haben die jetzt überlebt. Ach, weißt du. Dann klaue ich mir mal ein bisschen MP von denen. So, warte, warte, warte. Ich lasse das gerade mal. So. Null. Einfach eine Null. Richtig gierig, richtig geizig. Okay, ich sollte mich nicht beschweren. Ich bin auch geizig, aber. Das ist ja immer wieder dieselbe Truppe. Das bringt mich... Also, wer es glaubt oder nicht, aber das bringt mich total aus dem Konzept. Warte, vielleicht ist Feuer einfach nicht so das Highlight. Wow. Ich probiere mal Eis. Ja. Okay, Blitz vielleicht? Ich weiß es nicht. Alles irgendwie derselbe Mumpitz. Da kommt alles aufs Gleiche raus. So. Ich nehme mal an, die haben keine Elementschwäche. Aber gut. So bin ich es auch eigentlich von denen gewohnt. Easy match. Great! Hallo. Die haben normalerweise eine Wasserschwäche. Weil ursprünglich in der Donnersteppe und so. Die sind ja weit gekommen. Wasra. Let's do it. Hoi. Naja. Warum habe ich das Gefühl, ich gehe hier diesen Weg gerade umsonst? Oh, vielleicht doch nicht. Haha! Ein wenig interessiert. Jetzt oder nie? Scheint nicht interessiert. Ich nehme mal an, heiraten ist nicht so euer Ding. Vor allem nicht mit einem Kerl. Ja. Sag mal. Frech! Richtig. Feurer auf den Bleichpudding. Well done, please. Yo. Ich finde es schade, dass es den Effekt vernichtend nicht mehr gibt. Weil das gab immer gut Erfahrung. Ja, das war mir klar. Gut. Dann sind wir offiziell hier. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Auf der Mihen-Straße. Mein Gott, mir fiel nur Mihen High Road ein. Was wollte ich sagen? Dann sind wir hier fertig. Aber mir macht das eine Gebiet noch ein bisschen Kummer. Aber dann gehe ich total den Umweg. Und dann habe ich vor allem die 30 Kill umsonst ausgegeben. Okay, die habe ich aber jetzt sowieso schon wieder drin. Yo. Klau den mal so ein bisschen MP, bitte. Ach, oder auch nicht. Ja, von dem hätte ich sowieso nichts bekommen. Oder hätte sie nichts bekommen. Ja, das Gil haben wir schon lange wieder raus. Ich meine, das sind ja auch nur 30 Gil, ne? Aber wir müssen sparen, ne? Für Owaka. Und so. Oh. Aber warte, oh, nee, das ist gar nicht so schlecht. Obwohl, hier ist eh gleich ein Speicherpunkt. Nee, dann ist egal. Dann ist egal. Bleichpudding. Boom, Chakalaka. It's a wrap. Hat hier gar nichts zu melden. Überhaupt nicht.
So. Ey, was ist mit den Encountern los? Wo ist denn Wasser? Aua. Der macht ganz schön Aua. Das finde ich nicht gut. Nein, ich habe gar nicht heimlich getrunken. Ich würde mich jetzt gerne diesem Speicherpunkt hier bedienen. Allerdings nicht zum Abspeichern, sondern ne, zum Flugschiff. Allerdings sehe ich gerade, dass... Nee. Nee. Da gibt es anscheinend keine Menschen. Am Funguspass. Weil das wäre ja jetzt das nächste Gebiet gewesen. Aber nö. Wir müssen allerdings zum Tempel Josie. Da kommen wir aber easy hin. Das ist nicht das Problem. Let's go! Da, 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 da. Tempel Josie. Ja. Mehr gibt's auch nicht zu tun. Ich könnte aber noch mal was nachgucken. PR? Ah. Los auf zu Silberling. Scheint ein wenig interessiert zu sein. Und heiraten. Ja, natürlich, wenn es ums Geld geht, ne? Habt ihr Bock, irgendwie so euch anderweitig zu beschäftigen? So, Silberling und so? Mit wem rede ich denn? Hallo? Rede ich mit der Omi? Nö, mit ihm. Schade, ich dachte, ich kann die Omi wieder verkuppeln. Also nicht wieder, aber weil das schon mal Thema war. Jetzt oder nie Silberling. Scheint sehr interessiert zu sein. Okay, und heiraten ist sowieso nicht, weil... Kerl. Oh. Menschen sind anstrengend. Aber bin ich auch, also von daher. Silberling hat alles zu bieten. Scheint angeekelt zu sein. Okay, dann. Ein perfekter Partner für sie. Sieht ziemlich angeekelt aus. Das tut mir leid. Aber ich mache hier nur meinen Job. Gut. Dann gehe ich nochmal rein in die gute Stube. So, guten Tag, die Herren. Warte. Ich muss nochmal... Ich habe das nicht ab... Habe ich das abgehakt? Nein, habe ich nicht abgehakt. Dann an mir in der Straße. Wusste ich es doch. Ach, ich... Das ist ja... Entschuldigung, warte. So, jetzt aber. Genau. Dokument speichern, bitte, dankeschön. Und dann sind wir eigentlich schon hier fertig. Aber ich möchte... Hallo? Ganz gerne etwas nachgucken. Hier fängt der Forschungsbereich an. Mit anderen Worten, hier ist der Zutritt verboten. Alles klar, gut. Ich dachte, da ging es jetzt schon weiter. Aber stimmt, ich erinnere mich, dass das auch beim letzten Mal schon nicht ging. In diese Seitenräume müsste ich jetzt eigentlich nicht noch rein, weil da gibt es eh nicht großartig was zu holen. Bedeutet, dass wir uns ins neue Gebiet aufmachen können. Also ein neues Gebiet. Und das wäre... Warte. Moment! Hier waren ja Menschen. Ich kam mich ja jetzt gar nicht drauf klar. Hallo? Die will ja gar nicht. PR? Hallo? Jemand PR? Niemand PR? Okay. Dann, hallo? Gippel? Ja gut, der will sowieso nicht. Hoffe, dass ihr das findet, was ihr braucht. Ja. Ich weiß nicht, haben wir das gefunden, was wir brauchen? Keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Wenn ich es nicht weiß, na, ich weiß. Dann weiß es nur das Spiel. So, wenn der jetzt... Nee. Hätte mich jetzt gewundert, wenn er der Einzige gewesen wäre, der hier irgendwie
was mit mir hätte anfangen können. Ich meine, klar, mit Juna kann man immer was anfangen, ich meine. Aber ihr wisst, was ich meine. PR und so. Gut, dann sind wir hier doch fertig. Und können ins Illuminum. Eigentlich könnten wir uns da jetzt auch mal die Beine vertreten und hinlaufen, ne? Aber Juna, die hat das nicht nötig. Die hat genug für diese Welt getan. Weshalb sie sich eigentlich mal einen gemütlichen Spaziergang gönnen könnte, ne? Aber ja, okay, das habe ich ihr gerade erfolgreich verweigert. Das ist, mein Gott. Solange sie nicht so eine Fitnessuhr von Samsung trägt, dass ihr ständig gesagt wird, Zeit sich zu bewegen oder... Bescheuert. Illuminum. Ja. Illuminum. Ist richtig. Let's go. This is light. What is left? So. Hallo. Die Dame, die Herren. Was? Schon wieder ein Kind? Ich kann ein Kind verkuppeln. Hallo, Spiel. Klingelingeling. Jugendschutzanstalt. Guten Tag. Lukas, mein Name. Ich würde da gerne mal was melden. Ja, wäre ich auch berechtigt. Ich meine, wenn als Kind... Anderes Thema. Was ist denn für ein Kind toll? Lust auf... Okay, es mag weder Hochzeiten noch Kinder. Noch Spiele. Ja, das ist doch ein Kind! Nein, nicht du. Sie. Guck mal, die Hypello da hinten im Hintergrund. Ich weiß es nicht. Ich gelings. Hallo, du bist eine Händlerin, ne? Ja. So. Schon wieder ein Kind. Ich kann doch nicht hier Kinder so. Das geht doch nicht. Ich kann doch keine Kinder verkuppeln. Los, auf zu Silberling. Ja, und heiraten? Das ist schon pädophil, ne? Ich meine... Wir suchen ja einen Partner für einen R. So, ich weiß nicht. Mitte 20? Anfang 30? Der Junge ist vielleicht... 12? 10? Was weiß ich? Keine Ahnung. Da... Krauseln sich mir die Nackenhaare. So. Glauben Sie an die Liebe auf den ersten Blick? Das ist, ach ja, stimmt. Den Bereich haben sie ja erfolgreich deleted aus Final Fantasy X-2, was ich recht bedenklich finde. Ja. Muss ich auch mal an der Stelle erwähnen. Hatte ich aber schon mal erzählt. Ihr Mutter. Mutter mit Tochter. Das ist so eine tolle Familie. Kann man bestimmt gut verkuppeln. Tobi hat da auch keinen Bock drauf. Die haben alle keinen Bock. Omi und Opi auch nicht. Gib dem Opi Opium, dann gibt der Opi um. Entschuldigung. Ja, vielleicht sind ja hier noch irgendwelche Menschen. Das, ich weiß nicht, zählt das schon zum Illumi... Ja, lass mal Menschenfleisch braten. Ich glaube, das ist... Ja. Oh, Excalibur. Boom, Chakalaka. Excalibur. Ja, lass mal gucken. Abilities. Pain. Wo ist es denn? Excalibur, da. Ja. So, ja. Okay, jetzt kommt der Retard-Hieb. Weiß ich nicht. Ich hätte hier am liebsten stürmen. Weiß ich nicht. Irgendwie, ja. Ich hab's bisher auch erfolgreich geschafft,
ihr Kostüm noch nicht großartig gewechselt zu haben, so glaube ich, ne? Weil... Alter, die Ente. Weil es passt halt irgendwie nichts. Weil ich sehe sie nicht als tanzendes Marien-Ding, Diva auf der Tanzfläche. Als barmherzige Weißmagierin. Oder als Stimmungskanone, als Festbesucherin. Oder als Schütze. Schütze wäre noch okay. Zauberschütze... Nee, also wirklich so rein optisch, rein objektiv betrachtet. Schütze wäre noch okay und Dieben. Das wäre noch, ja. Ich glaube, in einer der beiden Richtungen wird es eher zu Schützen. Ich weiß nicht warum, aber eher zu Schützen. Weil dann, sonst hätten wir zwei Diebe. Und weil Yuna ist ja Weißmagierin. Einfach weil, ne, gute alte Zeiten. Gute alte Zeiten. So, warte, ich guck gerade nochmal bei Riku, wenn wir gerade schon mal dabei sind. Schwarzmagie. So, sie lernt hier gerade die Gardezauber, dann ist sie auch durch. Das finde ich toll. Dann machen wir uns dann Gedanken, weil das dauert eh noch ein bisschen. Sind ja Gardezauber, die brauchen 100 AP waren es, ne? Ja, ja, ja. So, sie lernt Regener, das hat sie auch bald. Und dann wird sie wahrscheinlich dazu gezwungen werden, Erzengel zu lernen, was zwar scheiße teuer ist und auch viel MP verbraucht. Also meines Wissens nach, das war im Original schon, also das war in Final Fantasy X schon so. Ja, und was dann noch kommt, ich weiß es nicht. Mal gucken. Warte, hier haben wir Shell, Protes, Refleck. Was fehlt denn noch? Ich weiß es. Ach, ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Ja. Okay. Will ich jetzt aber nicht spoilern, weil ist dann doch etwas exotisch. Also, es geht. Und was dann danach? Ich, ja, keine Ahnung. Yuna sehe ich eigentlich. Yuna ist eigentlich. Weiß ich, Hatte ich nicht die Zauberschütze. Sie war zuletzt Zauberschütze. Ich erinnere mich. Ja. Anti-Pudding. Entschuldigung. Ja. Gut. Hätten wir das. Hier, ich wollte mit dem Kollegen hier sprechen. Hallo? Ah, völlig umsonst. Gehört das denn jetzt hier noch zum Illuminum oder nicht? I'm gonna kick you in the spleen. Spleen? Ja, besser als in der S. Also. Ja. Was sind denn das für Viecher? Das sind blaue, ne? Das hier. Blaupudding, genau. Let's go! Und dann machen wir mal Schutzwall. Was ist passiert? Kam Yuna noch zum Beten? Also. So sehr ich das auch mag, ne? Und das Kampfsystem auch eine nette Abwechslung ist. Aber dieses klare, strukturierte, rundenbasierte und nach der Reihe nach und nach, wie es in Final Fantasy X der Fall ist, ist mir immer noch lieber. Tut mir leid. Einfach weil... Astrophobic, not me. Ich sehe, was passiert. Ich sehe und erkenne, was auf meinem Bildschirm und im Spiel passiert und somit kann ich auch besser handeln. Klar, dieses System geht deutlich schneller von der Hand. Weil sich rundenbasiert, also richtig rundenbasierte Kämpfe auch ziehen können. Aber mein Gott, das ist. Gehört dann halt dazu. So. Ich weiß lieber, was passiert in einem Kampf. Vor allem, wenn es mal brenzlig wird. Als wie einfach nur Augen zu und durch und ja, wird schon passen und ich weiß gar nicht, was passiert, bekomme nichts mit und Kampf zu Ende und merke, oh, Riku ist tot. So, weil man hat nicht drauf geachtet, man hat es nicht gesehen, keine Ahnung, was auch immer. So, hier, der speit Feuer, also der speit kein Feuer, aber der kriegt ja erstmal eine Runde aus. Forecast cold. Hui! Turned on.
Entschuldigung, ich muss zwischendurch heimlich was trinken. Aber ich hoffe, das fällt nicht auf. Klar, außer ich erwähne es. Klar, dann. Jetzt spult aber nicht zurück. Das ist, nee, könnt ihr jetzt nicht... Oh doch, dann krieg ich Watchtime. Nein, alles gut. Blitzra. Oh, ich hätte auch immer Donnerklinge machen können. Naja, Mama Schutzwall. Dann kriegt sie wenigstens noch ein Pünktchen, so ein AP. Pünktchen. Woran erinnert mich Pünktchen? Ach ja, Miraculous. Miraculous. Simply the best. Ist da jemand? Ist da jemand, der mein Herz versteht? Und der mit mir bis ans Ende geht? Wasch dich mal. Jo. Nee, nochmal nicht. Da reicht dann so ein Wässerchen. So ein Pipi-Unfall. Oh, da auch nicht. Catch the wave. Sorry, we have to win. I'm not. Und vor allem sorry that we have to win. So, ich meine, sollen wir bei jedem Gegner irgendwie Mitleid haben und Game Over gehen? Ich meine, hä? Ja. Hallöchen, hat sich doch noch gelohnt. Jetzt oder nie? Angeekelt. Okay. Lieber auf den ersten Blick ist auch angeekelt. Schade. Oh, Chocobo! Ja, okay, ciao. Ich hatte nicht mal die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Yo. Oh ja! Was? Das hat man überhaupt nicht mitbekommen. Das war total unauffällig. Jeder, der was anderes sagt, lügt. Ich bezichtige dich der Lüge. So, Tag. Du willst nicht mit mir reden. Und dann auch noch ein Hinterhalt. Und siehste, Riku ist vergiftet und ich hab's nicht mitbekommen. Siehste, genau das meine ich. Bisswespe. Sag mal. Jetzt pennt die auch noch. Nee. Sehe ich nicht. Aufstehen. Sag mal. Ist es denn wahr? Hier. Pisst euch. Wenn man weiß, dass sie eine Eiswäsche. Ja, Eiswäsche haben, dann, ja. Ich will zum Speicherpunkt. Das ist mir hier zu gefährlich. Für den Moment. Aber schien jetzt so, als wären wir im Illumi. Ah, nee. Richtung Guado Salam. Aber dann gehe ich lieber andersrum. Nee, das passt schon. Ich laufe jetzt nicht wieder zurück. Das hat schon alles seine Richtigkeit. Das ist, ich hätte halt einfach hier an der Donnersteppe sagen sollen, ich teleportiere mich nicht und gehe zum Flugschiff, sondern ich laufe Richtung Illuminum, um da alles mitzunehmen und dann Richtung, ja. Ja, okay. Ich bin, ja. Okay, gut, ich sehe es ein, ist in Ordnung, aber macht nichts. Das ändert nichts am System oder an meinem Plan oder an meiner Struktur oder sonst irgendwas. Das passt alles. So, wir sagen Guado Salam. Bequatschen hier die Leute? Quatschen sie an? Quatschen sie aus? Mit wem rede ich? Rede ich mit dem Kind? Ich rede allen Ernstes mit dem Kind. Okay, gut. Spielen? Sehr interessiert, das wundert mich nicht. Aber Marriage ist, glaube ich, nicht drin. Was klingt denn für ein Kind verlocken? Partner. Partner zum Spielen, aber nö, ist nicht. Okay, das kann ich noch verkraften. Tag. Ja, ich will ja auch gar nicht mit euch reden, ihr Kacklappen.
Mein Gott, die fühlen sich immer angesprochen und tun so, als wären sie wichtig und als hätten sie hier irgendein... Oh, weiß ich nicht, irgendeine Position. Dabei sind das voll die Kacklappen und haben überhaupt nichts zu melden und sind die größten Opfer und Lappen und weiß ich nicht. Da komme ich nicht rein, ne? Ja, ja. In dieses Haus könnt ihr nicht rein, weil ich einen Stock im Arsch hab. Mein Gott. Das Freiheitsberaubung. Nein, das ist eigentlich eher Hausfriedensbruch, aber gut. So, hier du, Kollege. Der Zustand des Abwissens ist instabil. Ja, ja, nur die Guardo konnten das wieder hinrichten. Ja, 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 ja. Nein, das war nicht asynchron. Ich weiß einfach nur, was der sagt. So, als ob ich jetzt nur bei diesem Kind PR machen konnte. Das hat sich irgendwie nicht gelohnt. Und hier ist auch keine Menschen. Oh, hallo? So. Hier. Aha. Ja, aber heiraten will der auch nicht, ne? Ne. Natürlich nicht. Of course not. Das bedeutet, das war's auch schon in Guardo Salam. Das sind die einzigen beiden People. Das heißt, ich kann das hier abhaken. Oder durchstreichen, besser gesagt. Ich streiche das nämlich immer nur durch. Ich hack das gar nicht ab. Ich lüge euch die ganze Zeit an. Und das hier gehört da jetzt noch zum Illuminum. Aha! Aha! Oh, die Omi? Kann ich die Omi? Ich kann die Omi verkuppeln! Let's go! Liebe auf den ersten Blick. Die hat schon ein bisschen Erfahrung im Leben gesammelt. Ich glaube, da muss ich die nicht mit betutteln. Silberling GmbH sucht einen Heiratspartner. Nee, der perfekte Partner für sie. Zeigt kein Interesse. Okay, schade. Darf ich Ihnen etwas erzählen? Nö. Den hat man, oder, ja. Der hat man wohl schon zu viel erzählt. Warte, Sabberschnecke? Steinschnecke. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Gegen was ist die denn? Die sollte sich vielleicht mal waschen. Okay, Vasra ist eine gute Option. Aua. Wie sie ableckt. Wow. Schade, dass sie das nicht vertont haben. Ey, die hält ganz schön was aus, ne? Alter, hat die eine fette Zunge. Und dann ist da auch noch so eine Schuppenschicht, wie so eine Schlange. Mosma! Alter, warum hält die so viel aus? Sie macht aber geringen Schaden, also scheint sie für unsere Stufe eigentlich gemacht zu sein. Eisgar. Let's go. Forecast cold. Yo. Aber Rico kriegt gleich das Mana aus. Die Zunge. That's it? Die hat ganz schön was ausgehalten. Na, immerhin zwei Level. Na, okay, okay. Aber das war mana-technisch echt. Ja. Viel. So, ich gucke jetzt hier noch, ob hier irgendwelche Menschen sind. Halleluja. Nee, der will nicht. Der will nicht mit mir reden. Aha. 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 Aber hier bin ich doch jetzt schon wieder... Ah, hier bin ich am anderen Ufer. Also, ich meine... Ja, ja, ihr lacht jetzt wieder, ich weiß. Hallo. Hat alles zu bieten.
Und der perfekte Partner? Nö. Die will gar nicht mit mir reden. Das Kind kann ich auch nicht antun. Warte. Ja. Ja. Gut. Dann können wir jetzt auch da einen Haken machen. Come get some. Pain gets all the good lines. Hi. Ooh, I love a good roast. Aha! Bitch! Warte mal, wo kann ich denn jetzt noch hin? Was käme denn als nächstes? In der Donnersteppe gibt's keine Menschen. Aha, aber im Makalania-Wald. Ich muss mich sowieso porten. Ja, ne? Fliegen. Bedeutet, Mama so. Alter, Pain, was? Yo. Nice work. So, Makalania-Wald. War hier ein Speicherpunkt? Ja, doch, natürlich. Klar, doch. Ich laber Scheiße. Alles gut. Beziehungsweise ich stelle dumme Fragen. Weil, siehe da, hier ist einer. Hallo? Zum Flugschiff. Wie Rico einen immer anrempelt. Gut. Makalania-Wald. After 10.000 years, I'm free. Das war aber Power Rangers. Okay, keine Ahnung, wie ich jetzt darauf kam. Menschen. Wo sind hier Menschen? Ach, die Wado, stimmt. Hallo, ich glaube nicht. Der perfekte Partner für sie? Ja, okay, besser ist. Los, auf zu Silberlingen. Scheint nicht interessiert zu sein. Ja, mein Gott, dass man den Guado nicht noch irgendwas einreden kann bezüglich... Hey, Spaß! Ist doch wohl klar. Die sind mental und psychisch doch völlig am Ende. Ich meine, ne? War between Yevon and the Albed und weiß ich nicht und bla und weiß der Geier und ne, aus ihrem Zuhause vertrieben, beziehungsweise ich weiß nicht, wurden die vertrieben? Oder die wollten sich zurückziehen und, ach so, ja, nee, klar, weil, ne, Seymour Anführer, bla blub, sie fühlen sich hintergangen, etc. Klar, da ist natürlich offensichtlich, ja. Klar. Der ist wahrscheinlich sowieso zu alt. Darf ich euch etwas erzählen? Scheint ein wenig interessiert zu sein. Ja, immerhin. Immerhin etwas. Gut. Haben wir jetzt schon zwei. Ist die Frage... Kann ich den Weg da oben links nehmen? Die Abkürzung? Ja, kann ich. Wie kam ich darauf, dass das nicht gehen würde? Ach, ich weiß es auch nicht. Gut, bei den Solaris-Waffen ist nichts. Dieser Screen hier ist total unnötig. Aber gut. Oh, ich hoffe, dass jetzt da auf dem Weg nichts war, ne? Bezüglich People und so. Aber ich glaube nicht.
Na, ich glaube nicht. Wäre mir doch sehr suspekt. Hallo. Ja, okay, du willst nicht. They don't want to talk with me. An die komme ich gar nicht dran. Ihn, er, sie, es. Ach, ist mir eigentlich auch egal. Ja gut, Twammel will ich, oder Twammel will ich ungern verkuppeln. Verkuppeln. Aber... ja. Die stille Zeit. Oh, für uns, Guardo, ein fremdes Wort. Ja gut, für alle im Grunde, ne? Warum denn explizit nur für die Guardo nicht? Hieß es nicht, dass die gejagt, also nicht explizit gejagt, aber halt nicht erwünscht sind? Aber war das nicht schon immer so? Wenn ich mich recht erinnere? Also, die Menschen sahen die Guardo halt vor der Zeit von Seymour halt als Leute da, die halt da sind. So ein bisschen wie... Ich weiß nicht, so ein bisschen wie... Weiß ich nicht. Ich könnte jetzt schon ein Beispiel nennen, aber das wäre rassistisch. Deswegen, das ist, ne... Oh. Was macht er denn hier? Der ist ja völlig fehl am Platze. Der Rotling. Er hat sich wohl vertan. Falsche Bahn genommen. Hat sein 9-Euro-Ticket wohl ein bisschen, ne, und so, ich weiß. Wahrscheinlich gar nicht mehr Thema, aber... warte mal, was mache ich denn jetzt? Ich mach mal gerade ihn hier weg. Und dann sage ich... Ja, das hält ja wahrscheinlich, das... Der wird wahrscheinlich nicht mal Aisra überleben. Also hoffe ich, um ehrlich zu sein, hoffe ich das auch. Aber der hat sich definitiv verfahren. Aber so wie der aussieht, hat der auch nicht unbedingt ein Brain. Zumindest wüsste ich nicht, wo dafür Platz sein sollte. Oh, ich kann auch nicht da rein. Das ist... Sag mal! Well, well. Well, well. Ja, schon wieder. Gut, dann halt diesmal andersrum. Dann sagen wir jetzt. Feuerer auf den Weißling. Ich hätte mich jetzt fast vertan. Gedanklich. Da. Oh, das war jetzt eine Reaktion. Ja, aber gut, das passt schon. Hier, ich will wissen, ob du mit mir PR... Aber nö. Und da hinten geht's ja nicht weiter. Alter, die Encounter-Rate. Hallo. Erde an Spiel. Are you there? You're fired. Yo. Gut. Also, ich meine mich daran zu erinnern, dass es da unten nicht weiterging. Gut. Hätten wir das. Lasst mich mal eben ganz kurz gucken. Ich glaube... Ja. Ja. Das passt jetzt leider sehr gut. Wir gehen hier lang. Weil wir haben eh nicht mehr lange, ne? Wir sind schon bei 45... Hallo, Controller. Wir sind schon bei 45 Minuten. Weshalb ich jetzt diesen Weg hier gehe. Einfach um zu überprüfen, ob hier noch irgendwelche People sind, to talk und so. Ja, mach's gut, Kollege. Das war, glaube ich, dumm. Was?
Oh. Dann war der Schlag ja völlig unnötig. Außer bei Kindern. Nein, um Gottes Willen. Hallo, Entschuldigung. Ist mir so rausgerutscht. Gut, dann kontrolliert. Mein Gott, ich gehe keine 5 Meter. Keine 5 Meter kommt man hier vorwärts. Wie heißt der? Was? Gesundheit. Ich kann das nicht aussprechen. Zipfagnitus? Zipfagnitus? Alright! Zipfagnitus, ich. Okay, gut. Ja, nee, ist okay. Wie kommt man auf solche Namen? Die haben wahrscheinlich einfach die japanischen Schriftzeichen genommen, geschaut, wie man es ausspricht und dann mit arabischen Buchstaben ersetzt. Die haben sich gar nicht überlegt, was das bedeutet und was das übersetzt heißt. Die haben einfach die japanischen Schriftzeichen genommen, wie sie waren, haben geguckt, wie man das ausspricht, ne? Chiki-chaki, Nanabasaki, was weiß ich. Und dann haben die das, ja, so geschrieben, wie man es aussprechen würde mit arabischen Buchstaben. Und dann dachten die sich, ja, das passt schon. Ich meine, klar, so kann man es auch machen. Catch the wave. Meine Vagina. Was? Es würde mich freuen, wenn hier wirklich noch irgendwelche Menschen. Na, weiß ich nicht. Ich glaube, ich wechsle gleich mit Yuna mal das Kostüm. Nein, habe ich jetzt den Rie. Oh nein. Ja, Mist. Scheiße. Kacke! Blitz. Catch the wave. Ja, jetzt habe ich MP verbraucht. Nee, dann gibt's jetzt auch nur ein Blitzchen. Ein süßes kleines Gewitterwölkchen, welches sich fröhlich entladet. Entlädt, entladet, entlud. Das ist das Plusquamperfekt. Entlud. Das ist bestimmt richtig. Ich war schon immer gut in Deutsch. Entlud. Das kommt von looten. Das ist die Steigerungsform. Ich entlud. Nicht ich lootete, ich entlud. Ach du Scheiße, ey. Hey, warum bleibt das Chocobo da? Probiere mal was. Ach du Mist, wie du Elendes. Gut, dass ich Wasra gecastet habe. Aber warum blieb es kurz da? What is wrong in the world? Ach du Scheiße. Ja, wir haben ja schon mal Bekanntschaft gemacht, ich erinnere mich. Ich muss da leider erst abwarten. Ah, hi. Was zaubert? 11. Aua. So, let's do some magic stuff. Wie sieht es denn aus mit... ich weiß es doch auch nicht. Ich glaube, Vitra für uns alle ist... Hallo? Für, natürlich, heil das Vieh. Natürlich. Für uns alle ist sie drin. Was hat es gezaubert? Feurer. Wir haben Eisgar, liebe Freunde. Ja, das war eigentlich sogar noch zu viel. Ja. In der Zeit hätte Yuna jetzt auch Vita zaubern können.
wie es einfach auf dem Boden scheißt, sich auflöst und dann nichts mehr von ihm übrig ist. Oder es, ihr, ich, ach, weißt du was, ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt. So. Ach, sag mal. Lektion nicht gelernt, oder was? Nur weil es mich beim ersten Mal so ein bisschen eingeschüchtert hat, ne? Macht jetzt hier einen auf dicke Hose. Oder einen auf dicke Kugel, was weiß ich. Wie sieht's hier aus? Ja, das wäre vielleicht mal eine Option. Ich weiß leider nicht, was es gecastet hat. Oder noch nicht. Dam, dam, dam. Ach, schon wieder Feuerer. Nix gelernt. Aua. Ach komm, Wiedka. Wir sind eh gleich durch. Warte mal. Wo haben wir Eisgar? Boah, geil. Nein. Böse. Aus. Vitra. Please do it noch. Dankeschön. Ja. Wie es sich abquält. Das hätte man so gut synchronisieren können, ne? Aber gut. Dann wäre der Gegner wenigstens lustig gewesen. Aber nein. So. Ach Gott, da kommt ja noch was. Oh, wir müssten es aber eigentlich gleich haben. Ach, guck mal da. Da ist schon unser allzeit beliebter, geliebter Weg. Also Abkürzung so, ne? So, Blitzra! Wen haben wir denn hier mal und so? Ja, mehr kann ich noch nicht tun. Also von daher, das passt dann schon. Wie? Hi zu! Ah ne, Gesundheit. Hatschi! Sag mal. Mach weg, das Ding. So. Oh, das ging sogar... Hallo? Hallo? Ich würde gerne... Hallo? Ja. Das ging sogar schneller als gedacht. Weil eigentlich sind wir sogar noch unter der Zeit. Ich habe ja gesagt, ne, so eine Stunde. Ich speichere jetzt erstmal in aller Seelenruhe. Bitte achtet nicht auf die Aufnahmezeiten. Also nicht auf die Zeiten an sich, sondern aufs Datum. Das ist mir ein bisschen peinlich. Ich nehme phasenweise auf. Deswegen, wenn ich ein bisschen raus bin, ne, was vergesse oder so, ne, bitte nicht übel nehmen. Ich gebe hier wirklich mein Bestes. Ja, jetzt sind wir hier durch. Und wenn ich das hier richtig sehe, dann. Wir waren heute in... Nein, heute nicht. Ich laber Mist. Für mich vorhin, aber in der letzten Folge waren wir in Bikanell. Da gab's kein PR. Auf dem Berg Gagaset auch nicht. Ja, und ansonsten sind wir jetzt hier in Kapitel 1 überall gewesen. Das heißt, wir folgen beim nächsten Mal der aktiven Verbindung. Ich hoffe, da geht dann ein bisschen die Post ab. Also, ja, so ein bisschen Action. Das wäre schon cool. Ich meine mich da an was zu erinnern. Weil ansonsten sind wir hier nämlich durch. Ich überprüfe das Ganze jetzt nochmal. Aber wir waren gut dabei. Und da es sich jetzt nicht mehr lohnt, großartig irgendwie noch
was anzufangen, weil es zeitlich überhaupt nicht hinkommt, fliegen wir auch zurück aufs Flugschiff. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle schon ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt dran. Ciao.